Das Thema, was wir uns heute mitgenommen haben, ist, warum ist Storytelling gerade heutzutage so wichtig? Storytelling oder Storytelling? Eigentlich erstmal Storytelling. Storytelling ist ja das, was wir so ein bisschen draus gemacht haben. Aber was würdest du sagen, Storytelling? Warum ist Storytelling wichtig? Also Storytelling ist ja in erster Linie natürlich auch ein Hype, ne? Also wenn man ganz ehrlich ist, war gute Werbung ja immer schon Storytelling-Werbung. Und ich glaube, was die Leute jetzt so ein bisschen gelernt haben, früher hat man halt sehr selten gute Werbung gesehen. Heutzutage ist es halt so, dass man schon immer so die Klassiker und die Highlights der Werbung vor Augen hat. Und so ein bisschen so dieses alte Geknödel, was man oft gemacht hat. Ich habe auch wirklich in kleinen Agenturen gearbeitet, wo die Leute einfach auch keine Ahnung hatten, wie man Werbung macht. Die haben dann einfach irgendwie eine blöde Headline über möglichst viele Brüste zu sehen und dann war das eben sozusagen Immobilienanzeige. Und heutzutage wissen sie halt, man muss irgendwie den Leuten ein bisschen mehr bieten, so ein bisschen. Und eigentlich ist der Versuch, Storytelling zu machen, ja auch so der Versuch, ein bisschen Niveau und Intelligenz reinzupumpen in die Werbung, dass man auch begründen kann, warum man Dinge so macht. So würde ich das verstehen. Aber das Storytelling hat ja eigentlich auch, hast du ja auch schon öfter gesagt, kommt ja so ein bisschen aus dem Journalismus eigentlich. Ne? Absolut, so, ja. Eben, weil man sagt, man will was Wahrhaftiges, man will nicht irgendwie, ja, man zeigt Brüste und macht halt Sex, was heutzutage nicht mehr geht. Sondern es ist eigentlich so ein bisschen, ja, man braucht halt eigentlich echte Geschichten, was ja auch vielleicht die Leute, Thema Authentizität heutzutage, vielleicht auch mehr interessiert als irgendwie eine Maskerade nach außen. Ne? Das ist vollkommen richtig, geht aber meist schief. Also wenn du dir zum Beispiel, nein, muss man ja wirklich sagen, also das fing ja auch schon vor 12 Jahren an, da hat Heineken dann irgendwie so Sachen gemacht, die aufeinander aufbauten und angeblich irgendwie Storytelling sein sollten, aber man hat gesagt, es ist einfach, gerade wenn du sagst, es soll authentisch sein und dann irgendwie ein Grundgefühl dafür vermitteln, dass es ernst gemeint ist, ging es halt ehrlich gesagt in die Hose. Also die Werber waren alle sehr begeistert davon und weil es eben, man hat am Nordpol gedreht und also eigentlich hieß Storytelling exotische Schauplätze und immer wieder ein Gesicht, das auftaucht und das ist ja letzten Endes nicht das, was wir darunter verstehen. Also für uns ist es ja tatsächlich eher, wo wir natürlich auch dem, was willst du über eine Biermarke groß erzählen? Also das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dann über die Gerste zu reden und so. Und wir haben ja aber auch den Vorteil mit unseren Kunden und dem Produktsegment, in dem wir meist unterwegs sind, dass wir tatsächlich einfach was über die Produkte erzählen können, über die Macher erzählen können und insofern natürlich journalistischer arbeiten können als einer, der für Heineken internationale, aber das funktioniert halt nicht. Also ich glaube, das sind einfach dann Kunststories, die keinen Menschen interessieren. Es ist ja auch so, dass heutzutage, man ja dann, wenn man über Werbung redet, Marketing, gutes Marketing, es fällt immer Apple, es fällt Steve Jobs und so weiter. Oh, und dann kommt Steve Jobs. Und sein Personal Branding hat diese ganze Firma geformt und so weiter, was ja gar nicht machbar wäre. Also er braucht ja, es müssen ja zwei, drei muss er gehabt haben, kluge Köpfe aufeinander gestoßen sein, genau. Und deswegen wird es ja immer so quasi als Storytelling und Personal Branding gehypt, dass quasi Steve Jobs hat Apple aufgebaut und das ist quasi das Vorzeigeprojekt, das Storytelling. Mhm. Aber das ist ja auch gar nicht so. Ne? Ich meine, weil wir haben ja mit unseren Storytelling-Videos, schaffen wir es ja auch eigentlich erstmal Mitarbeiter, die irgendwo eher im Verborgenen, im Hintergrund stehen, aber dann halt irgendein Produkt entwickelt haben und totale Nerds sind, aber irgendwie super sympathisch auf ihre Art und Weise. Das ist ja genauso Storytelling. Also meinen Augen, das ist ja absolut, eigentlich wahrhaftiges Storytelling und nicht konstruiertes, Steve Jobs, die ganze Firma aufgebaut. Wobei Steve halt schon sehr charismatisch war, das muss man ja lassen. Also ich finde es auch, es ist ein bisschen, geht sehr ins Religiöse, die ganze Steve Jobs-Verehrung. Aber wahrscheinlich, also er war ja schon einer, der die Leute halt auch gequält und getriezt hat, offenbar bis zum Letzten. Und das ist sozusagen eben sein großes Vermächtnis. Aber du hast völlig recht, ich finde auch, die natürlich sind diese Leute, die wir dann interviewen, oft weniger charismatisch. Manchmal auch nicht, also manchmal sind ja auch wirklich rhetorische Bomben dabei. Aber ich glaube, das ist aber auch nicht so das Entscheidende. Ich glaube, wichtig ist am Ende des Tages, dass alle sich damit wohlfühlen, was wir machen. Dass es authentisch ist. Dass es authentisch ist, ja genau. Was man da sieht, einfach als Betrachter ein Bild ergibt, dass man das Gefühl hat, okay, wow, das ist irgendwie ein cooles Produkt. Da war jemand, der hat sich richtig viel Gedanken gemacht, der konnte nachts nicht mehr schlafen, weil er irgendwie dieses Produkt entwickelt hat. Ja. Was ja eigentlich dann auch, da sind wir wieder beim Thema, ja dann auch Dramaturgie, das ist auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Oh ja. Wo es ja genau darum geht, na, jemand, der struggle, den ich als Betrachter dann wahrnehme auf dem Bildschirm und sage, oh Mensch, was ist das? Was hat der da reingesteckt an Herzblut, dass dann das rausgekommen ist? Mhm.
Ja, absolut richtig, was du sagst. Ich kann mich dem nur voll inhaltlich anschließen. Aber es ist natürlich auch, also man muss natürlich immer schon auch das ein bisschen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, nicht alle sind Charismatiker. Und das ist ja natürlich auch eine große Angst, glaube ich, bei vielen Leuten, dass sie denken, wir sitzen ja jetzt auch hier und denken so, oh Gott, wie werden wir rüberkommen? Wir sind ja, das ist ja auch unser erster Podcast. Und wenn man so ein Interview macht, hat man ein ungefähres Gefühl dafür, wie das jetzt wirkt. Man weiß, die Kamera ist auf einen gerichtet. Zur Not wird's rausgeschnitten. Jetzt sind wir in einem Podcast. Das ist ein bisschen so eine Live-Situation. Andererseits ist es halt auch nicht live, es ist komisch, nur die Kamera ist Zeuge, es hört keiner zu am Ende des Tages, macht auch schon mal irgendwie, und man versteht schon, dass viele Kunden sich dann eben auch schwer tun, wenn sie zum ersten Mal in so einer Situation sind, dann sollen sie noch über Dinge reden, die sich zwar kennen, also das macht es ja oft wirklich auch noch schwieriger, wenn du Dinge richtig gut kennst und du sollst jetzt darüber reden für Leute, von denen du weißt, eigentlich haben die überhaupt keine Ahnung, dann ist die Frage, wo setze ich an, in welcher, ne? Ja, genau. Also unabhängig davon, dass die ganze Situation irgendwie awkward ist, weil du nicht weißt, was, wie komme ich jetzt rüber, nämlich für einen Spast, sehe ich aus wie ein Idiot, glänzt mein Kopf und so weiter, weil ich nicht richtig gepudert wurde, kommt ja noch dazu, dass du inhaltlich einfach dich schwer tust, irgendwie das so rüberzubringen. Und das ist dann ja eben, was du entwickelt hast, das muss man ja sagen, die Nando-Dietz-Methode, nenne ich es jetzt mal. Eben sozusagen durch Interviews die Leute so ein bisschen aufzulockern, sie so, also auch so zu fragen, wie halt, ich sage jetzt mal, der Idiot aus ihrer Perspektive fragt. Ne? So erstmal zu fragen, wofür braucht man denn einen Fernseher überhaupt, anstatt gleich zu sagen, wir haben jetzt mit der OLED-Technologie, sind wir auf ein neues Niveau gekommen und so weiter, wo dann gleich die Leute aussteigen und sagen, okay, alles klar, jetzt können wir die Bilder sehen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon sehr, weil ja auch nicht alles verwendet werden muss, dank der Videotechnik, die den Schnitt erlaubt, ist es dann natürlich manchmal ein bisschen mühsam, das ganze Material zu sichten und die ganzen Teile und so weiter dann rauszulassen. Aber bislang hat es ja seltsamerweise immer funktioniert, muss man sagen. Immer. Also es ist total spannend gewesen, weil ich habe wirklich vom Geschäftsführer bis hin zu einer Sachbearbeiterin alle vor der Kamera sitzen. Und du kannst auch nie sagen, so, ah, der Geschäftsführer, der wird dann super performen und der Kleine, die tut sich vielleicht dann schon schwer. Ne, so, so jetzt gar nicht sexistisch, sondern einfach so einfach wirklich zu versuchen, diese maximale Fallhöhe zu visualisieren. Ja. Und es ist aber überhaupt nicht so, weil wenn du die Menschen vor die Kamera setzt, ist das oft wie so ein Schalter, selbst bei dem, der sich vielleicht gerade noch total selbstbewusst hingesetzt hat und dann sitzt dieser Geschäftsführer vor deiner Kamera und fängt das Stottern an und kriegt keinen Satz mehr raus. Und das ist genau wie du sagst, so dieses Momentum vor der Kamera, das macht was mit den Menschen. Mhm. Und trotzdem ist es aber so, dass ich es wirklich bisher bei jedem Menschen, egal welches Interview es war, welche Situation es war, es immer geschafft habe, eben erstmal, so wie du sagst, mich zum Idioten machen, erstmal ein bisschen, ja, pass mal auf, was hast du heute Morgen eigentlich gefrühstückt? Hey, und dann kommst du einfach in ein Gespräch und das ist auch das, was ich den Leuten immer sage, dass sie müssen nicht in die Kamera stieren und das so aufsagen, sondern es muss authentisch sein, man unterhält sich dann, ich bin natürlich nicht zu sehen, aber das hilft, glaube ich, dann so diese, dass einfach so die Menschen sich einfach wohlfühlen, ah, okay, und dann sind sie vielleicht auch einfach in ein Gespräch verwickelt und merken auch gar nicht mehr, dass die Kamera läuft. Das ist dann nämlich Best Case. Vor allem, also ich glaube, viele oder fast alle lernen dann schon so Texte für sich auswendig. Ne? Also alle gehen irgendwie ein bisschen, hatte ich den Eindruck, als ich letztens dabei war, dass die dann schon, natürlich, man muss sie dann so oft das wiederholen lassen, bis es natürlich rüberkommt, aber eigentlich haben sie sich schon so Formulierungen vorgelegt, oder? Ja, so ein bisschen schon, aber das ist ja auch eben meine Stärke, dass ich das ja auch immer ein bisschen aufbreche oder Fragen auch reinbringe, wo keiner mit rechnet, einfach damit der Geist halt wieder frisch ist und die Leute eben aus ihrem, das habe ich jetzt die letzten 3 Tage schon dauernd drüber nachgedacht, so, was werde ich jetzt da sagen zu meiner Firma, das wieder aufzubrechen und einfach was Authentisches als Aussage zu bekommen. Und das hat bisher auch immer funktioniert, dass es halt eben nicht diese klassische Aufsagetext, seit 25 Jahren sind wir Marktführer im Bereich im Bereich so. Mikroelektronik. Genau. Und bist du eigentlich auch schon mal angeschrien worden von einem Kunden? Hat er dann gesagt, lassen Sie mich jetzt mal reden oder was ist das für eine dumme Frage? Nee, überhaupt nicht. Also was tatsächlich, also lustigerweise gibt es sofort so eine Fallhöhe, weil die Menschen vor der Kamera, so groß wie sie sind, schrumpfen, da sich so ein bisschen ausgeliefert fühlen und damit sich automatisch immer in so einer Position des Schwächeren fühlen. Da muss man halt aufpassen, muss man vorsichtig mit umgehen, empathisch. Aber dass jetzt wirklich jemand so wütend geworden ist, eher so, dass man bei manchen Menschen merkt, dass man die auch ein bisschen machen lassen muss. Dass die dann selber in so einen Rhythmus kommen und dann vielleicht anfangen, nochmal ihren eigenen Satz zu wiederholen. Und dann merkst du, okay, das lasse ich noch 2-3 Mal so jetzt selber ein bisschen agieren. Und dann kommt da tatsächlich nochmal so ein Take aus, wo du sagst, so, der war es jetzt. Jetzt können wir zur nächsten Frage gehen. Mhm.
sehr typabhängig. Ne? Muss man sich natürlich Zeit nehmen. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein auch im Kneipengespräch, wenn du mit jemandem zusammensitzt, das ist ja schon so, dass da erstmal muss man sich die ersten 20 Minuten vom Interview kannst du eigentlich wegschmeißen. Stimmt nicht ganz, weil die ersten Fragen sind so, sag ich. Manchmal haut er ja auch einen raus, aber wahrscheinlich prinzipiell ist es eher. Genau, so tendenziell. Also sagen wir, die ersten 10 Minuten ist ja eh nur Geplänkel und die kannst du auch wegtun. Und das fragen ja oft dann die Kunden so, brauchen wir wirklich eine Stunde Interview? Ja. Und dann sage ich, ja, du wirst mir recht geben, wenn du vor der Kamera saßt und danach sagt er, ja, es war jetzt gut, dass wir wieder Zeit hatten. Ja. Geht natürlich immer von der Drehzeit weg, aber wir versuchen ja auch mal parallel dann zu arbeiten, dass jetzt halt auch vielleicht ein zweites Team schon mal irgendwie anfängt mit B-Roll-Dreh. Erklär mal kurz, was B-Roll ist vielleicht für die... Spiele ich den Idioten mal. Yeah, was ist denn die B-Roll? Das stimmt. Ich meine, ist gar nicht so unser Thema, aber es passt trotzdem irgendwie zu Storytelling. Das ist sehr wichtig ja auch für den Effekt der Videos. Stimmt. Also B-Roll ist im Grunde das Aufnehmen von, ich sage es mal, Alltagssituationen. Mhm. Das heißt, wir auf der einen Seite haben wir das Interview, was ja statisch gedreht wird. Da sitzt jemand, wir haben mindestens 2 Kameras, dass man im Nachhinein alles schön rausschneiden kann. Mhm. Und B-Roll ist meistens so, dass wir dann durch ein Unternehmen uns bewegen, verschiedene Stationen, sagen, okay, wir wollen einmal vielleicht in der Fertigung mal die Produktion des Produktes uns anschauen. Wir wollen einmal vielleicht einen Mitarbeiter auch dabei filmen, wie er vielleicht durch die Stationen durchgeht. Wir wollen mal das Office sehen, also wirklich so ein Behind-the-Scenes, wie du es ja auch manchmal nennst, um einen Eindruck zu bekommen, wer ist denn da eigentlich, wer arbeitet denn da in der Firma, was ist da, man kriegt ja sehr schnell da so ein bisschen mit, wie ticken diese Leute, wie sieht das Büro aus, ist das schick, ist das vielleicht eher ein bisschen familiär, ist das rustikal und das ist das, was wir dann versuchen zu porträtieren, also nicht nur die Menschen, die vor der Kamera sitzen, sondern einfach dann auch die gesamte Firma, die Produktion, wie auch immer. Gibt es natürlich auch Softwareunternehmen, da zeigst du ja dann eher mal vielleicht auch Bildschirme, was entwickeln die da, was machen die da. Das ist halt ein bisschen undankbar. Meetingsituationen etc. Genau. Aber wir schaffen es immer da irgendwie, du findest immer irgendwo einen Winkel, der dann auch spannend ist. Ja. Genau, und daraus ist das ist ja dann im Grunde auch der zweite Teil des Storytellings. Also dass man das eine ist eher verbal und das andere ist eher nonverbal. Mhm. So die Atmosphäre ist das dann. Genau, und dann ist es halt am Ende so, das so zusammenzubringen im Schnitt, dass natürlich auch manchmal die Aussagen müssen natürlich auch ein bisschen passen zu dem, was man dann auch in B-Roll sieht. Ja. Und deswegen heißt es ja auch B-Roll, weil du hast die A-Roll, das ist das Interview, und die B-Roll ist dann quasi das, A-Roll sagt man auch. Genau. Ah, okay. Das ist dann sozusagen der Hero, das Hero-Material. Ja, genau. Mhm, okay. Und ist denn das schon mal vorgekommen, zum Beispiel, was ja eine peinliche Situation wäre, sagen wir mal, der Geschäftsführer sagt, bei uns arbeiten die Leute unglaublich gern, wir sind ein munterer, aufgeweckter, fröhlicher Haufen, und dann gehst du aber durch die Firma und alle hängen deprimiert vor ihnen. Nehmen wir an, es wäre eine Werbeagentur. Also, eher passiert es mir, dass ich in den Interviews das Gefühl habe, wird mir dann ein Mitarbeiter an der Stelle empfohlen, den wir halt dann da als Protagonisten haben. Ja. Und der soll dann was sagen zu dem und dem Thema, und dann stellt sich heraus, der kennt sich da gar nicht so gut aus und sagt dann, ja, versteht es gar nicht, warum ich da nicht meinen Kollege eigentlich, der wäre viel besser geeignet gewesen und so. Das kommt vor. Da muss ist das so ein Zeichen dafür, dass der Chef sich nicht so ganz gut auskennt mit dem Unternehmen? Naja, meistens, das kann man gar nicht sagen. Es ist ja dann oft gar nicht, dass der Chef, sondern das ist vielleicht ist das manchmal die Marketingabteilung, die das dann organisiert, vielleicht gar nicht so tief drin. Also es gibt unterschiedliche Konstellationen. Yeah. Es ist dann trotzdem so, dass du natürlich immer was aus den Leuten rauskitzeln kannst. Ja, vielleicht sind es dann eher so persönliche Dinge, warum magst du die Firma trotzdem, warum arbeitest du hier gern? Manchmal merkst du aber auch, dass einfach Mitarbeiter vor der Kamera sitzen, die einfach keinen Bock haben. Also die wirken so, als ob die schon längst abgeschlossen haben. Und, aber es kann natürlich auch an der Situation liegen. Wie gesagt, das ist ja nicht für jeden was, so ein vor der Kamera zu erscheinen. Nee, auf keinen Fall. Aber ich habe auch eine Situation gehabt vor ein paar Monaten, da war es dann so, dass ich das Gefühl hatte im Interview, irgendwie aus dem Mitarbeiter, da kommt gar nichts richtig raus. Also irgendwie fehlt mir da irgendwie Herzblut, und ich verstehe jetzt gar nicht, warum der vor meiner Kamera sitzt. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass der ein paar Tage später gekündigt hat. Und also mein Bauchgefühl war irgendwie richtig, da stimmt was nicht. Und auch im Schnitt war das super schwer, weil irgendwie, es hat einfach halt die Emotion, die Story gefehlt. Ja. Also das, mit was du ja normalerweise dann ein bisschen auch die Leute anzünden kannst. Und das war dann klar, warum. Perfekte Personalauswahl, oder? Ja, ja, gut, aber man weiß ja auch nicht im Vorfeld. Noch besser wäre natürlich, wenn er am Tag die Kündigung gehalten hat und dann sagt der Chef, sprechen Sie doch mal mit dem. Ja, das ist zum Glück noch nicht passiert. Er kommt vielleicht noch.
Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Lass uns doch mal das Thema Storytelling nochmal so weit vielleicht beleuchten, was wir ja draus gemacht haben. Weil wir haben ja gesagt, okay, bei uns heißt es aber Storytelling. Yeah. Wir haben Storytelling-Videos, wir haben Storytelling-Websites, wo wir dann diese Storytelling-Videos integrieren. Warum haben wir Storytelling genannt? Warum haben wir Storytelling genannt? Weil eben gerade dieser Anspruch mit dem Storytelling, der ein sehr hoher ist, für mich immer sehr nach Hollywood klingt oder nach irgendwie Filmen, in denen man sozusagen auch mit richtigen Schauspielern arbeiten kann, wo Emotionen schon oft nochmal auf einem höheren Niveau präsentiert wird, als auch wenn wir versuchen, immer Emotionen irgendwie reinzubringen, was du sagst, Herzblut und die Leidenschaft der Mitarbeiter zu sagen, bla bla bla, ist es ja trotzdem irgendwie Storytelling, ist halt eine Kategorie zu hoch und deswegen haben wir gesagt, Storytelling, unser Job ist es nur mal zu verkaufen. So, das ist nun mal in der Werbung so. Und wir verkaufen halt darüber, dass wir versuchen immer so storymäßig die ganze Sache zu verpacken. Es ist ja auch keine Story, wo du sagst, hast du schon den Film über so Electrics gesehen? Das ist eine Story, die haut dich um. Aber schon so, dass du dir den Film gerne anguckst, dass du der Sache gut folgen kannst, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wofür steht die Firma, was macht diese Firma, wie ist die in der Welt positioniert, was für eine Welt ist diese Firma, wenn du da reingehst, wie fühlt sich wohl so ein Mitarbeiter, würde ich mich fühlen, wenn ich da Mitarbeiter bin, was ja ganz wichtig ist, wenn wir von Rekrutiervideos zum Beispiel sprechen, von Bewerber, die vielleicht überlegen, die Firma zu wechseln, sehen sie bei so Electrics, da gibt es ja wirklich, jetzt komme ich da drauf, weil die so einen tollen Garten haben, wo man dann ja vielleicht denkt, okay, wenn ich jemand bin, der fürs Denken bezahlt wird, dann denke ich vielleicht lieber da als in der Betonwüste meines jetzigen Arbeitgebers. Und ich glaube, das ist dann unsere Vorstellung von Story. Also ist es ja auch fast eher Atmosphäre plus intelligent gebaute Gesprächsführung, sagen wir mal. Also das ist ja eigentlich das, was wir unter Story verstehen und das eben hin mit der Absicht des Selling. Und deswegen sind wir eben, was auch so ein bisschen natürlich eine Form von Demut ist, weil ich denke, die meisten dürften sich nicht Storyteller nennen in diesem Gewerbe. Also okay. Nach meinem Dafürhalten. Aber das, genau wieder mit dem Momentum, wo wir vorhin auch gesagt hatten, dass das jetzt eben halt nicht Steve Jobs sein muss, der jetzt halt zum Beispiel. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht finden. Genau. Es gab noch einen Steve Jobs und wenn man ganz ehrlich ist, das ist natürlich auch ein absoluter, er ist ein Charismatiker, aber er ist natürlich auch jemand gewesen, der schon auch seine Schattenseiten garantiert gehabt hat. Und wir haben es zum Glück ja eher mit Leuten zu tun, die völlig normal sind. Ja. Also aber auch diese Normalität kann man eben auf eine Art und Weise zeigen, dass sie einen fesselt. Ja. Also ich meine, Normalität ist ja per se nichts Abstoßendes. Aber das ist ganz spannend, weil du das gerade sagst, auch zu dem Thema Interviews führen. Ich merke ja auch, dass oft es auch Mitarbeiter, die auch erst denken, ich habe ja da gar nichts beizutragen, habe gar nichts zu sagen. Ja. Und dann sitzen sie vor der Kamera und dann erzählen die durchaus super interessante Sachen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, ja, vielleicht so ein Stigmata, dass Menschen manchmal denken, ja, ich habe ja gar nichts zu sagen. Ich stelle vielleicht nichts dar. Ja. Was soll ich hier? Ja, ja. Und dann merke ich schon manchmal, dass dann, wenn dann so einfach im Interview mal du sowas anzündest, so eine Lunte, dann plötzlich aber auch Menschen aufgehen und halt trotzdem halt was super Spannendes erzählen oder, in ihrem Welt total sympathisch rüberkommen und das Gefühl hast, boah cool, also die hätte ich gerne als Kollegin, weil die ist einfach super nett oder super entspannt oder die hat richtig was auf dem Kasten, stellt sich aber vielleicht auch ein bisschen unter den Scheffel. Das ist ja aber auch eigentlich ein ganz normaler Effekt, dass du dich freust, wenn sich jemand für das interessiert, was du machst. Also du machst den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, Mikrochip-Entwicklung. Ja. Und natürlich ist es, wenn du jetzt in einer Gesprächsrunde sitzt, dann sagen wir sind in der Werbung. Ja? Oder ich sage, ich war mal bei Jung von Nackt, sagen alle, boah, erzähl mal, wie das gewesen ist. Dann habe ich natürlich sofort diese Fallhöhe. Das ist so ein bisschen Steve Jobs. Und aber natürlich ist es im Grunde genommen, macht der ja wahrscheinlich sehr viel faszinierendere Dinge, tiefgründigere Dinge. Letzten Endes, wenn man nachfragt, interessantere Dinge, auch für unsere Jetztzeit sehr viel bedeutsamere Dinge, wo alles ja in die Chips abwandert, in das Digitale abwandert, als irgendwer, aber der irgendwelche Sprüche über Autos pinselt. Wenn man ehrlich ist, oder? Da fällt mir auch wieder ein Beispiel ein, dass es mir öfter auch geht, dass Menschen eigentlich erstmal sagen so, ah nee, ich will nicht gefilmt werden oder ah nee, ich will ein Interview, warum ich und so. Ja, ja. Und dann egal, ob jetzt das nur in der B-Roll stattfindet, dass jemand dann vor der Kamera ist und dann plötzlich aus diesem, ja, ich weiß nicht, anfängt, ja, so, ja, ich könnte auch das noch machen und vielleicht kann man das noch zeigen und so und dann so dieses umswitcht oder auch im Interview, dass jemand erstmal so ein bisschen, ja, und dann aufblüht, weil, wie du sagst, na, das Interesse. Es hört endlich mal einer zu. Und aus diesem Interesse heraus dann einfach schöne Geschichten sind. Also es ist ja fast ein bisschen auch so therapeutisch.
also wie ein Therapeut arbeitet. Ja. Endlich mal jemand, der sich meinen Kram anhört. Ne? Und, aber wie gesagt, es ist auch bei dem Chip-Entwickler ist es halt so, ist immer die Art, wie du fragst, ob du das dann sozusagen durch die Frage interessant machen kannst. Ja. Ich glaube, das ist halt mehr oder weniger, aus jedem Menschen kann man so eine Story rausholen. Story im Sinne von etwas, was du dir im Kopf ein neues Fenster aufmacht, eine neue Tür öffnet. Aber die Kunst, glaube ich, und das kann natürlich, mal gelingt es besser, manchmal gelingt es super, hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Leute hier eben sind. Aber im Prinzip kommt es schon wirklich stark darauf an, wie fragst du, mit welcher Haltung gehst du daran an diese Leute? Mhm. Interessierst du dich wirklich für die? Versuchst du wirklich, das zu verstehen, auch mit deinen Fragen? Oder klapperst du einfach deine 6 Fragen runter, die du hast, ne, und sagst, sind Mikrochips nicht sehr teuer? Ja. Ne, und dann wirst du eine entsprechend tolle Antwort kriegen. Also insofern. Ne? Jetzt haben wir eigentlich ja die Frage gehabt, warum ist es gerade heutzutage so wichtig? Wir haben eigentlich schon jetzt 20 Minuten. Oh, ich würde das aber vielleicht ganz kurz mal so am Ende. Also meine Theorie ist, warum es gerade heutzutage so wichtig ist, weil ich glaube, dass die Menschen einfach wieder auf der Suche nach was Authentischem sind. Es ist alles irgendwie Maskerade, es ist alles, hat man vorhin schon ein bisschen so, ist irgendwie nur Marketing-Sprech. Und ich glaube, dass das Storytelling eben so auch authentische Menschen, die wirklich auch für was einstehen, auch vielleicht ein bisschen Werte, die auch wiederkommen, habe ich so ein bisschen so den Eindruck, würde ich sagen, dass deswegen das heute wichtiger ist und besser funktioniert als, wie du es ja vorhin noch so schön gesagt hast, Sex Sales und andere komische Gehirnwäschen im Marketing oder in der Werbung. Ja. Naja, es ist natürlich auch, du kannst eben auch, was wir hatten mit Steve Jobs, kannst du groß mit einem Feuerwerk inszenieren. Du kannst halt viel von diese Region ist ja auch sehr bodenständig. Also insofern ist so dieses Storytelling auch im Grunde genommen perfekt geeignet für auch den ganzen Mittelstand, glaube ich. Das ist ja jetzt keine Welt, in der man trompetet und mit seinen Erfolgen angibt, um dann ins Gefängnis zu wandern wegen Steuerhinterziehung, sondern es ist ja schon alles sehr ehrlich und sehr down to earth. Aber im Grunde genommen nehmen sie es halt auch super ernst, was sie tun. Ja. Weil sie das oft schon in der 4. Generation oder irgendwie so ihr Handwerk oder ihr Unternehmen betreiben. Und ich glaube, deswegen passt es einfach perfekt. Und es ist eben eine Methode, ohne immer zu überzeichnen und zu übertreiben und ins große Horn zu stoßen, die Leute sichtbar zu machen auf eine unterhaltsame Art und Weise, auf eine glaubwürdige Art und Weise, was dann wieder, glaube ich, zur Region sehr gut passt. Mhm. Zu Coca-Cola wird es wahrscheinlich nicht passen. Stimmt. Da käme auch zu viel Schmutz wahrscheinlich dann hervor. Aber wir haben ja auch den Vorteil, dass wir halt wirklich da mit Leuten zu tun haben, bei denen die ganz offen über alles reden können. Mhm. In den allermeisten Fällen, hoffe ich. Ja. Okay, ja, cool. Das war jetzt unser erster Podcast. Unser erster Podcast. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn jemand 22 Minuten, 23 Sekunden zugeschaut hat, vielen Dank dafür. Wir haben auch jetzt ein bisschen Storytelling gemacht. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hat Spaß gemacht. Danke, Robert. Vielen Dank. Tschüss.